Herzhaft Jausen mit einem selbstgemachten Frühstücksfleisch im Glas. Und jetzt zeige ich euch, wie es geht. Fürs Frühstücksfleisch im Glas brauchen wir Bauchfleischstreifen. Die kann man sich gleich beim Fleischer seines Vertrauens in 7-8 mm breite Streifen vorschneiden lassen. Ein Gewürz, da kann man sie in allen Richtungen austoben, die man möchte. Von asiatisch mit ein bisschen Curry-Einschlag, klassisch wie ein Schweinsbraten mit Kümmel, Salz, Pfeffer, Knoblauch. Oder einfach ganz puristisch nur Salz und dann, wir stecken eine kleine Knoblauchzehe hinein. Die wird dann beim Pasteurisieren ganz mürb und leicht süßlich und verleiht dem ganzen Frühstücksfleisch einen guten Geschmack. Gut, würzen, einfach nicht übertreiben. Pro Glas werden wir in etwa, wir haben da 220 Milliliter Gläser, in etwa 2 Streifen in der Stärke brauchen. Und wir werden es dann entweder im Backrohr bei knapp 100 Grad aufs Backblech stellen, ein bisschen Wasser unten dazu hinein und für 45 Minuten pasteurisieren oder einfach in einen Kochtopf stellen, unten ein Gitter hinein, dass das nicht direkt am Boden ansteht und dann bei ganz wenig Temperatur auf der Stufe 1 vorsichtig pasteurisieren. So, das erste Glas, das Fleisch schön dick einrollen. Wir sollten so wenig wie möglich Lufteinschlüsse sein, deswegen drücken wir das fest nach unten durch. Je nachdem von der Höhe her sollte man etwa 1 cm unterm Rand sein. Das Fleisch selber verliert dann eh ein bisschen an Körper. Es bildet sich dann der Eigensaft drin. Und das Schwarterl, das wir ja drauflassen haben, trägt dann dazu bei, dass der Saft, der drin ist, schön geliert und dadurch das Ganze schnittfest wird. Das sind sogenannte Sturzgläser. Ja, das heißt, ich kann da mit einem kleinen Löffel reinfahren, ein bisschen Luft reinlassen und dann kann ich das Ganze aus dem Glas stürzen und aufschneiden. Gut, das haben wir 3-4 Mal. Nach dem Pasteurisieren und Durchkühlen ist es dann in der Speise normal mindestens 3 Monate haltbar.